Jesus genau dasselbe wiederholt, was Mose gesagt hat, was Luther übrigens perfekt übersetzt mit der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Da steht nicht Yachad, das Wort eins, sondern da steht Echad, einig. Dieses Wort Echad wird immer, immer, immer von einer kombinierten Einheit gesprochen. Zum Beispiel von einem Tag aus Tag und Nacht. Oder von einer Einheit, die Mann und Frau bilden. Dieses Wort bezeichnet eine Einheit, nicht eine Einsheit. Und dass diese Einheit sogar nicht nur eine Zwei oder sonst was, sondern eine Dreiheit ist, kommt auch in dem Vers vor, denn es heißt, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und es gibt da. Oh mein Gott. Glaubt also, er das echt? Er diese glaubt Wortspielerei das. Mit den Fingerzählen? Bruder, wenn ich dir sage, Amir, ich bin hier alleine. Es ist keiner nicht, außer mir drei da. Leute ach so, es sind drei Leute. Ja, ja. Danke dir. Es ist der Wahnsinn. Also der Professor Gregory Aboyd sagt, noch schwächer als das Argument bezüglich Elohim ist das Argument, dass das hebräische Wort für einer, Echad, in dem Schema, was wir jetzt ja durchgenommen haben, also dem Schema ja. Israel, höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, sich auf einen vereinigten einen und nicht auf einen, also nicht auf einen im absoluten Sinn bezieht. Von daher haben einige Trinitarier, wie zum Beispiel dieser Christ, argumentiert, das Alte Testament habe eine Vorstellung einer vereinten Gottheit. Da kommen wir nochmal zu Dr. Pinthas Lapide, der auch die Sprache mächtig war, der als Dolmetscher gearbeitet hat für den Staat Israel. Er hat gesagt, von dem hebräischen Wort Echad, es bedeutet einer, lernen wir nicht nur, dass es außer dem Herrn keinen gibt, sondern auch, dass der Herr einer ist und dass daher der Herr nicht als etwas Zusammengesetztes angewerden kann, das dann zum Beispiel in verschiedenen Attribute oder Teile geteilt werden kann. Und Bruder, jetzt gebe ich dir eine einzige Textstelle und damit reicht es dann eigentlich auch schon wieder. In Hesekiel 23, 24, auch Altes Testament, hier Luther, du Menschenkind, wir sind hier bei 24, du Menschenkind, die Bewohner jener Trümmer im Lande Israel sprechen, Abraham war ein einzelner Mann. Kannst du dir vorstellen, welches Wort für dieses Einzelner benutzt wird hier in diesem Wort? Sag's. Echad. Okay. Verstehst du jetzt, dass Abraham ein zusammengesetzter Mann ist? Nein. Abraham war ein Mensch, Bruder. Stopp. Abraham war Echad. Ja, hast du gehört, was der Christ gesagt hat? Magst du nochmal zurückspulen? Es wird immer verwendet für eine Einheit. Guck mal, Abraham war ein einzelner Mann. Kommt jetzt irgendeiner und sagt, Echad, oh ja, das war, vielleicht meint man es mit seinen Brüdern, vielleicht meint man hier mit seinen Kindern, vielleicht sein Vater, sein Onkel. Nein, Abraham war ein einzelner Echad. Keiner kommt hier auf die Idee und sagt, er war ein zusammengesetzter Abraham. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu